So, willkommen zum dritten Klicker und der ist Ragnarok, also heißt Ragnarok Klicker und enthält selber nochmal 55 Errungenschaften und auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass der besser aussieht als der letzte. Und ja, auf in den Klicker und gucken, was mich dort genau erwartet. Okay, immerhin kann ich zuerst die Musik ausstellen. Allerdings kann ich den Sound nicht individuell einstellen. Aber okay. Gut, also so klassisch hier rechts die Monster. Und ansonsten ja, im Vollbildmodus auf jeden Fall sehr lastige, viel Menüzeug. Gut, hier sind die Achievements. Es sind auf jeden Fall deutlich mehr Achievements, die hier im Spiel sind, als die, die dann tatsächlich in Steam abgebildet werden. Okay, hier ein bisschen Statistik. Gut, soweit, so einfach. Und ja, hier kann ich jetzt meinen ersten. Ah ne, das ist mein Klicker, mit dem ich eh gerade schon unterwegs bin. Das heißt, bis ich da irgendjemanden anders bekomme. Hey, was war das? Da ist doch gerade irgendwas anderes aufgetaucht, oder? Level up. Okay, erstmal jetzt bis 50 weiter. Okay, hier funktioniert auf jeden Fall das Autoklicken. Und damit habe ich jetzt gleich schon hier die ersten Klicker natürlich geschafft. 35 pro Sekunde. Okay, jetzt noch 55. Irgendwie Autoprogression. Ist das Autoprogression? Nee, das ist. Okay, das sieht genauso aus wie Clicker Heroes. Also zumindest irgendwie erinnert es sehr stark daran. Aber wieso gibt es hier noch keinen Automodus? Ein Zenny. Ah, okay, Zenny ist die Währung. Es hat sogar fast irgendwie die gleiche Textgestaltung wie Clicker Heroes. Dann ist noch die Frage, ob das im Vergleich zu Clicker Heroes irgendeinen Unterschied hat oder ob letztlich hier sozusagen einfach ein anderes Layout reingelegt wurde und sonst die Mechaniken 1 zu 1 identisch sind. Vor allen Dingen auch hier natürlich dann mit den verschiedenen Levelstufen, also was für Fähigkeiten dann dort erhalten werden können. Aber das ist natürlich jetzt im Moment total blöd, wenn es hier kein Auto-Forward gibt. Ja, Area Complete. Hätte es da auch einfach weitergehen können. Ah, okay, das erste Boss-Monster, natürlich. Was sonst? Aber er geht nicht automatisch weiter. Achievements, Proficiency Clicking, 1000 Mal geklickt. Ja, so schnell geht das. Mal gucken, wo da die nächsten Milestones sind. Okay, 10.000 Mal, das sollte sich ruckzuck hinbekommen lassen. Vor allem das Interface ist dermaßen groß. Naja, im Moment, ja, also grafisch überzeugt es mich jetzt nicht so sehr. Keine Ahnung, wo sie da die Hintergrund- oder die einzelnen Elemente hergenommen haben. Kill 100 Monsters. Okay, was haben wir denn hier überhaupt alles so? Also Geld nehmen, 5 Quests. Das heißt, also hier gibt es wahrscheinlich dann doch noch ein paar Elemente freizuschalten, von wegen Mercenaries, Battle Manuals, Beat Level 10. Okay, das ist ja dann auch relativ schnell geschafft. Ja, completed. Also ohne Auto-Forward ist das echt die Hölle. Okay, gehen wir erstmal weiter hier in den. Achso, erstmal ein bisschen hier die aufleveln, damit die dann zumindest da ein bisschen automatisch vorwärts gehen. Unlock two-hand kicken. Automatic performs 10 Click per seconds. Okay, das ist dann die erste Fähigkeit letztlich, die jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Von wegen Autoklicker für, was waren das, 10 Sekunden? Ne, 30 Sekunden, aber 10 Klicks pro Sekunde. Gut, das hier kostet 500 Cennies, deswegen kann ich es mir aktuell noch nicht leisten. Hat aber letztlich auch nur DPS-Bonus für sie selber. Manage the Mage.
So, hier ist das gleiche. Eigen-DPS jeweils mit 100%. Okay. So, da unten kommt jetzt auch schon der Shop, nachdem ich Level 10 geschafft habe. Und dann der nächste Bonus, dann mal gucken. 3 Random Transcendence Adventures. Ich nehme mal an, das sind sowas wie die goldenen. Gut, genau, da habe ich hier schon mal die komplette Übersicht. Und das sind dann sozusagen die Vergoldungen bei den Clickers. Dann hier Gold und okay, die Battle Manuals sind dann sozusagen die Hero Souls im Vergleich dazu. Und das hier ist dann der Double Damage. Das heißt, das ist dann das erste, wofür ich natürlich dann sammle, um die Damage zu verdoppeln. Das wirkt ja dann eh permanent. Mal gucken, ob die auch nur einen haben. Oder ob die das so wie bei Insanity Clicker dann haben, dass dann die Kosten sozusagen sich verdoppeln. Ne, hier kein Only Pusher's Wands. Okay, hier haben sie es nur einmal. Und ja, das sind dann so ähnlich die Preise. Also hier sieht die Grafik sehr, sehr viel besser aus als im Spiel selbst. Das ist eigentlich schade, dass sie hier nicht irgendwie das dann auch hübscher irgendwie gezeichnet haben. Weil das passt dann irgendwie nicht zusammen. Okay, jetzt ist dann natürlich die Frage, wie jetzt genau weitermachen. Weil ich kann jetzt natürlich nicht einschätzen, ab wann hier noch wirkliche neue Sachen freigeschaltet werden, um das zu gucken. Aber im Moment sehe ich auch jetzt noch nicht wirklich, dass das sich stark unterscheidet von, von Clicker Heroes. Aber im Moment ist es noch nicht sehr spannend. Also Statistiken, genau, Mercenaries haben sie dann sogar genauso verwendet. Imperium Quest, Battle Manuals, also Hero Souls Quest, Imperium sind wahrscheinlich dann diese Kristalle hier. Equipment Quest sind dann die Items, Seni Quest ist dann Gold und Skill Quest ist dann, okay, also 1:1 abgebildet, gleiche Questtypen, gleiche Variationen. Oh mein Gott, was für eine furchtbare Grafik. Auf der einen Seite hier eine Pixel-Grafik zu verwenden und dann hier solche gerundeten, glatten Kanten, das ist doch ein Unding. Wie kann man denn nur solche zwei Grafikstile auch noch so vermischen? Da sieht man, es ginge besser und man macht es einfach nur grausam. Sorry, wenn ich mich über sowas aufrege, aber ich finde diesen ganzen Retro-Look-Style und Pixel-Grafiken und so weiter nicht sehr interessant. Vor allen Dingen, wozu kaufe ich mir Hardware, die einige hundert Euro kostet, wenn die dann Grafiken darstellen sollen, die kurz nach dem ASCII-Zeitalter sozusagen entstanden sind oder zumindest so aussehen, als wären sie das. Damit kann ich mich partout nicht anfreunden. Also wenn ich diese Bücher dann irgendwo sammle, wobei ich das ja wahrscheinlich eben erst ab Level 100 kann, wird da ja wahrscheinlich auch irgendwas wie die Incidents sein, wo ich die dann wieder investieren kann. Ja, aber jetzt sollte ich auf jeden Fall zumal Level 20 zumindest in der Lage sein, da den zu schaffen und dann weiter vorwärts zu gehen. Aber letztlich kann ich an der Stelle mit der ersten Folge hier auf jeden Fall nicht allzu viel zeigen und mal sehen, wie und wann ich da noch dann schauen werde, um zumindest rauszubekommen, wie denn das Ganze andere aussieht, weil ich möchte euch das da durchaus gerne mal zeigen, was denn dann die Adaptionen sind für die, tatsächlich für die Mercenaries, für die, die Incidents, die ja dann hier auch irgendwann erscheinen werden. Und so weiter und so weiter. Also denke ich mal, soweit für die erste Folge. Meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Und mal schauen, ob ich der Vollständigkeit halber dann das noch so weit spielen werde, dass ich euch die anderen Mechaniken hier zumindest zeigen kann, wie die denn adaptiert sind und ob da vielleicht noch doch noch hier oder da eine eigene Idee reingesteckt wurde und sozusagen nicht einfach nur das 1:1 übernommen wurde. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.